Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Wäscheknopfloch oder ein Blusenknopfloch näht. Was natürlich auch ganz einfach ist, wenn man dann halt so ein Knopflochgerät hat oder ein Füßchen hat, wo man alles einspannen kann. Also ihr nehmt den Knopf, setzt den hier hinten ein und schiebt das Ganze dann zusammen. Zups. So, jetzt habt ihr eure Knopfgröße, so wie ihr euren Knopf nach einer Bluse oder am Bettzeug haben möchtet. Ich zeige euch hier ein Wäscheknopfloch, was ihr natürlich auch ohne Knopflochfüßchen machen könnt. So, das Füßchen wird hier drunter gesetzt, hier eingespannt, das kennt ihr ja. Wer es noch nicht kennt, hier rein. Nochmal. Wenn ihr es raus haben wollt, drückt ihr hier hinten drauf. Hier, dann geht es raus. Hier hinten drauf drücken. Das merkt ihr auch, hier ist sowas Geribbeltes hier hinten. Und da könnt ihr dann schauen. Ja, da seht ihr es dann. So, ich setze es nochmal ein. In dem kleinen Stift, den ihr da seht, setze ich es nochmal ein. Es klickt dann auch ein. So, das Ganze jetzt runter. Ich habe mir den Faden angeklemmt. Auch das kann euch passieren. Also das Ganze nochmal raus. Den Faden natürlich hochhalten. Und was ihr haben müsst, immer eine neue Nadel drin. So, hier drunter setzen. Ein Klick. Fertig. So. Achtet darauf, dass ihr den Abstand hier eventuell so 1,5 cm bei 1 cm und nicht ganz am Rand, weil ihr müsst ja denken, der Knopf kommt ja noch da dran. Und wenn der Knopf denn da dran ist, dann müsst ihr ja ein bisschen Luft noch haben. Am besten schaut ihr euch mal eine Bluse an, wo ihr den Knopfabstand denn so ein bisschen euch anschauen könnt oder vielleicht sogar abmessen. Also, wir senken das Füßchen. Den Faden legen wir nach hinten, wie es sein sollte. Und hier an der Seite, hier, ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Ja, hier, wo jetzt mein Finger rauf und runter geht. Das Teil senkt ihr bitte ab. Es klickt dann so ein, ich mache es nochmal. Es klickt dann so ein, zack. Ja? So. Und jetzt gehen wir es wieder hoch. Und dann lassen wir es auch oben. Das ist normalerweise zum Einfädeln der Nadel. So. Wir haben das Füßchen abgesenkt. Nun fangen wir an zu nähen. Ja, funktioniert natürlich nicht, wenn ich nicht auch hier drauf drücke. Okay, angegeben habe ich es. Wollen wir doch mal schauen, ob es was wird. So, jetzt sagt er mir, das wird nichts. Ja, woran kann es liegen? Schauen wir nochmal, was habe ich falsch gemacht? Füßchen ist dran, das habe ich auch gemacht. Alles eingegeben. Es gibt ja auch manchmal Situationen, wo man denkt, warum funktioniert das jetzt nicht? So. Okay. Habe ich etwas nicht abgesenkt? Doch, Füßchen ist abgesenkt. Füßchen ist dran. Alles normalerweise richtig. Aber es funktioniert einfach nicht. Dann schauen wir doch mal nach, woran es liegen könnte. So, wie ihr gesehen habt, hat sie jetzt eben nicht funktioniert. Und das finde ich auch ganz wichtig. Man zeigt immer alle, wie es funktioniert, aber wenn mal was nicht funktioniert und man nicht nachgedacht hat, dann steht man davor und denkt, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? So, es gibt hier hinten noch einen Teil, diesen Hebel, den muss man ganz senken. Ja, und passt da mal hier hinten hin, dann seht ihr hier so ein silbernes Teil. Und dieses Teil senkt ihr ganz nach unten hier, dieses. Das muss hinter diesem Teil dann liegen. Seht ihr das? Dieses hier. Ich mache es nochmal hoch und jetzt runterziehen, ja? So. Das muss runtergezogen sein. Wenn ihr hier hinten so mal dran fühlt, dann merkt ihr auch, dass da was ist. Wenn ihr das vergesst, kann das mit dem Knopfloch nicht funktionieren. Das finde ich manchmal auch ganz wichtig, einfach mal zu sagen, hey, warum funktioniert das nicht? Jetzt leuchtet auch hier meine Lampe, ihr könnt es sehen, leuchtet jetzt auch hier wieder meine Lampe
grün. Ich zeige euch das mal eben hier. Die leuchtet wieder grün. Und das heißt, sobald die Lampe grün leuchtet, es ist alles in Ordnung. Also, senken. Und jetzt müsste es, wenn alles richtig ist, funktionieren. Festhalten, den Faden haben wir rübergezogen. Und nun fangen wir an. Knopflach haben wir eingestellt. Nun lassen wir das Ganze mal seinen Lauf. Das heißt, jetzt wird ein ganz normales Wäscheknopfloch genäht, ohne dass ich da viel zutue. Natürlich könnt ihr den Stich auch nur einstellen, wenn ihr das enger haben wollt, größer oder kleiner. So, fertig. So, hier, wie gesagt, Nadel hoch. Nadel ist hochgegangen. Füßchen hoch. Dieses Teil könnt ihr auch wieder nach oben schieben. Braucht ihr ja jetzt nicht mehr. Und zieht das denn raus. So. Fäden abschneiden. So. Nun habt ihr ein ganz normales Wäscheknopfloch. Das könnt ihr auch ohne Füßchen nähen. Und dann geht ihr allerdings sehr, also ohne Nähmaschinen, ja, ohne Knopflochfüßchen, ja, könnt ihr das auch nähen. Das ist ganz, im Grunde genommen auch ganz einfach. Man muss halt nur dann hergehen, man nimmt sich das normale Füßchen. So, stellt sich dann den kleinsten Zickzackstich ein, den man haben möchte, und zeichnet sich an, wo möchte ich ganz gerne mein Knopfloch haben. Ja, angenommen, ich möchte das denn hier so haben, was natürlich auch schön ist. Ihr könnt es euch auch vorher einschneiden und dann klaren Zickzack machen. Das zeige ich euch gleich mal. Wichtig ist, dass der Stoff immer schön doppelt liegt. Am besten immer erst glatt bügeln und dann das Knopfloch fertigen.